Liebe Zuschauer, sah heute Morgen noch ganz gut aus im DAX, aber inzwischen hat sich Stimmung und Lage doch etwas eingetrübt. Was sind die Einflussfaktoren, die jetzt den DAX ins Minus führen? Wie schlagen sich Öl oder zum Beispiel auch die Apple-Aktien? Das besprechen wir mit Oswald Seicher von Flatex. Schönen guten Tag, Oswald. Hallo, Antje. Oswald, sag mal, es hat eigentlich heute Morgen noch ganz gut angefangen, wie auch gestern auch im DAX. Aber jetzt haben wir die Gewinne doch zum größten Teil wieder abgegeben. Woran liegt es? Was sind jetzt die Einflussfaktoren? So richtig schlimme kann ich von meiner Seite ja nicht ausmachen. Ja, Antje, das konnten wir ja schon gestern nicht. Wenn wir uns mal den Chart anschauen, dann sieht man, ich habe gestern gesagt, gestern sind zuerst die Pessimisten aufgestanden und dann die Optimisten. Deswegen dieser Kursanstieg, den wir uns nicht wirklich erklären konnten. Das haben die gehört, heute haben sie es umgekehrt gemacht. Genau, heute sind die später aufgestanden. Wir sind dann den ganzen Nachmittag so seitlich gegangen in einer relativ engen Range von 50, 60 Punkten. Heute Morgen, zuerst ging es etwas nach unten, dann ein kurzer Hüpfer nach oben. Aber jetzt sind wir mittlerweile ja schon bei 9.600 und noch ein paar Punkten. Das heißt, ungefähr alles, was gestern die Optimisten aufgeholt haben, haben heute die Pessimisten wieder abgegeben. Wir sind in etwa auf dem Stand von gestern zur gleichen Zeit. Gestern konnten wir es nicht erklären, warum es hochging. Heute kann man nicht erklären, warum es runterging. Wenn wir uns die wesentlichen Faktoren, die das beeinflussen, anschauen, der Euro ist unwesentlich stärker geworden. Okay, das könnte ein bisschen auf den DAX drücken. Der Ölpreis ist leicht gestiegen, was eigentlich tendenziell für die Börse gut ist. Aber wie gesagt, es sind keine wirklichen Booster, die jetzt hier den Markt in die eine oder andere Richtung treiben würden. Also wahrscheinlich sind es einfach nur ganz normale Marktbewegungen. Das hatte ich gestern schon gesagt. Wir müssen uns darauf einstellen. Die Volatilität von ungefähr 200 Punkten pro Tag, die wird bleiben, auch in den nächsten Tagen. Die wird bleiben in den nächsten Tagen. Und das Bild ist in New York ähnlich. Da hat der Dow eigentlich auch ganz gut angefangen, um dann wieder mehr als 150 Punkte abzugeben. Gleiche Einflussfaktoren, Ölpreis leicht gestiegen. Nun haben wir die Situation noch in den USA, hat die Berichtssaison begonnen. Da waren die ersten Ergebnisse nicht bahnbrechend gut, aber auch nicht, um große Verluste zu rechtfertigen, oder? Ja, da haben wir auch ein ähnliches Problem mit der Argumentation. Gestern zum Handelsstart in Amerika sehen wir hier einen Kursanstieg von guten 100 Punkten. Relativ bald haben wir das wieder abgegeben und dann gegen Ende der Sitzung, also um 22 Uhr unserer Zeit macht ja Amerika zu, sehen wir noch einmal einen Kursverlust von ungefähr 100 Punkten. Danach kamen erst die Zahlen von Alcoa, die waren vom Gewinn her besser als erwartet, aber vom Umsatz her schlechter als erwartet. Insgesamt hört man nach, börslich ist Alcoa 4% gefallen. Und das sieht man auch heute Morgen, denn obwohl der Ölpreis weiter steigt, der Euro ein bisschen steigt und der Dollar dadurch fällt, ist der Dow Jones relativ tief unten und kommt nicht in die Gänge. Und das ist wahrscheinlich eben jetzt dieser Berichtssaison geschuldet. Das erste Unternehmen, Alcoa, hat schon enttäuscht, zumindest ein bisschen enttäuscht. Jedenfalls, es kommt nichts nach, was den Markt nach oben treiben würde, deswegen auch da, wir werden auch da Volatilitäten von ungefähr 200 Punkten haben. Wir sehen es bei den CFD-Tradern, der Sentiment-Index ist momentan negativ beim Dow Jones. Also eine kurzfristige Markterholung traut man zumindest heute dem Dow Jones nicht zu. Der fallende Ölpreis, wir sprachen schon mehrfach drüber, der könnte sich zumindest in einigen Branchen jetzt zur Berichtssaison positiv fürs erste Quartal ausgewirkt haben. Sie haben mal gesagt, bei 40 US-Dollar wäre das obere Ende der Preisspanne erreicht. Ist es jetzt schon Zeit, dass Sie Ihre Prognose leicht nach oben nehmen könnten? Also nein, meine Prognose ist auch nicht so wichtig. Ich schaue ja immer nur, was die Kunden machen. Und wir haben gesehen, dass wir immer so bei 30 Dollar haben wir Kauf, also einen Überhang an Käufern drinnen. Und jetzt bei den 40 US-Dollar fangen die CFD-Trader wieder an zu verkaufen. Wir haben es ja hier schon einmal gesehen, Anfang März, da hat es relativ gut geklappt. Dann dieses Überschreiten der 40-Dollar-Marke war dem geschuldet, dass wir einen Future in den nächsten Monat gerollt haben. Und jetzt sind wir wieder bei 40 angelangt. Wir werden mal schauen, ob das hält, zumindest was wir gesehen haben. Letzte Woche waren die CFD-Trader hier noch long im Öl. Und seit gestern eigentlich sind sie wieder zumindest neutral. Noch nicht short, aber neutral. Das heißt, sie haben angefangen abzuverkaufen. Und das deutet dann immer auf einen Widerstand hin. Mich würde es sehr wundern, wenn Öl weiter steigen wird, weil wir haben ja auch da gesagt, die Rahmenbedingungen, die haben sich nicht geändert. Nicht? Also die Erdöl exportierenden Länder, die haben sich ja nicht auf eine Drosselung der Fördermenge geeinigt. Da kam nichts Neues. Man hört zwar immer mal wieder, man möchte sich an einen Tisch setzen, es wird nie funktionieren. Die Eigeninteressen von Saudi-Arabien, von Amerika, von Russland, die alle passen einfach nicht zusammen. Und deswegen kann eigentlich Öl nicht steigen, zumindest nicht, was die Nachfrage betrifft. Aber an der Börse weiß man nie, was passiert. Jedenfalls, unsere Kunden sind erstmal ausgestiegen und schauen sich das Ganze von der Seitenlinie an. Es scheinen auch einige aus Apple ausgestiegen zu sein. Schon nicht erst seit kurzem, sondern über einen längeren Zeitraum, wenn wir uns mal den Chart ansehen. Eigentlich sagt man ja immer, gerade Ihre Kunden halten zu Apple in guten wie in schlechten Zeiten, haben Sie es mal formuliert. Aber im Moment, naja, waren die Zeiten schlecht, die Kunden waren auch weg und die ersten ärgern sich jetzt vielleicht.
Ja, das ist ganz interessant. Das habe ich tatsächlich mal gesagt. Und gerade das beste Quartal von Apple ist ja immer das Weihnachtsgeschäft. Und deswegen war der Kurs damals auch ganz oben. Und wenn er dann runterfällt im Januar, da sagen die Apple-Aktionäre, das ist egal, das kommt schon wieder. Ein bisschen ist es gekommen, aber wir haben jetzt tatsächlich gemerkt, die längerfristigen Positionen sind langsam abverkauft worden. Und wir haben hier auch eine Hürde bei $110. Da kommen wir nicht drüber. Und deswegen sehen wir also erste Abverkäufe bei Apple. Und was dazu kommt, gestern habe ich einen Artikel gelesen, die iWatch, die läuft einfach nicht gut. Es stand irgendwie so, glaube ich, drüber, niemand will die iWatch kaufen und das dürfte das Problem sein. Das heißt, wir haben auf der einen Seite eine Sättigung bei den iPhones, bei den sehr margenträchtigen iPhones und auf der anderen Seite natürlich bei der Apple iWatch, die jetzt neu kommt, die auch gute Margen hat, aber die leider nicht so angenommen wird, wie man sich das Ganze vorgestellt hätte. Apple war drauf und dran, der größte Uhrenhersteller der Welt zu werden. Da müssen Sie, glaube ich, noch ein bisschen daran arbeiten. Jedenfalls, es schaut so aus, die Kunden der Flatex, die gehen aus Apple raus und gehen vielleicht in andere zukunftsträchtigere Technologien rein, vielleicht Tesla oder andere Sachen. Wir werden sehen. Man sagt ja auch, Tesla ist sozusagen das neue Apple. Vielen Dank, Oswald. Sehr gerne. Liebe Zuschauer, im DAX geht es im Moment noch abwärts, aber so richtig schwierige Einflussfaktoren gibt es eigentlich nicht. Wie auch nicht bei Apple, mag die iWatch laufen oder nicht, freuen wir uns also auf das iPhone 7 und wenn es da was Neues gibt, hier bei uns in der Aktionär TV.